Die Jessica, wie kann man sie beschreiben? Unglaublich unterstützend. Also sie sieht unglaublich Potenzial an einem und sie hat auch tatsächlich die Fähigkeiten, das rauszukitzeln und auch das Interesse dran, zu gucken, was ist der perfekte Zugang für einen, welche Technik muss man anwenden oder was muss ich tun, was das, dass das Potenzial irgendwie gefördert wird. Da fühlst du dich ein bisschen gehetzt, ist ja auch in Ordnung, weil du bist ja in Hektik. Ja, ich bin ja in Eile. Genau, hast sie dann aufgeholfen, sie sagt danke. Und dann da ist dieser Moment, genau. Davor genau. Muss dieser Moment genau. Schon sein, wo ich innehalte und denke. Genau, und nicht entsetzt sein, sondern... Ja. Das ist nämlich, das sind diese kleinen Nuancen, wo ich, dass du nicht. Ja. Bleib dir schnauze. Oh. Ja, genau. Ja, genau, genau. Also komm, probier's rein, vom Gesicht her dir kurz vorzustellen. Sie sagt, sie Rüpel. Entschuldigung, sorry, Lady. Ja, witzig. Sorry, Lady. Sorry. Sorry, Lady. Ich muss eigentlich ein Passagierkreis sein und. Sie hat unglaublich viel Respekt für ihr Gegenüber, was wichtig ist beim Gesangsunterricht. Also das ist so ein ganz, schon beinahe zerbrechlicher Rahmen. Es ist sehr persönlich, wenn man singt und viele Noten sind falsch und manches hört sich bei Proben nicht unbedingt schön an. Das ist ein sehr, sehr sensibler Rahmen, in dem man sich da befindet. Und sie hat da unglaublich viel Gespür und unglaublich viel Respekt für das Gegenüber und ist auch interessiert dran. Was empfindest du bei diesem Lied? Worum geht's dir darum in diesem Lied? Was möchtest du damit ausdrücken? Es ist dein Lied, mach es zu deinem Lied. Und es ist unglaublich, unglaublich toll, so gefördert zu werden oder so wertgeschätzt ist vielleicht das passendere Wort. Ich kehr heim, mir wird klar, was die Liebe nur schafft. Ich bin schuldig, begnadigt zugleich. Morgen früh beim Notar tritt mein Erbe in Kraft. Dein verlorener Sohn. Ja, warte mal, stimmt das von dem Ton? Nee, von dem Ton nicht. Morgen früh beim Notar tritt mein Erbe in Kraft. In Kraft. In Kraft. Jawohl. In Kraft. Wenn niemand das große Geld damit verdient, wenn wirklich alle aus Leidenschaft mitmachen, wegen dem Projekt, weil sie Lust haben, das dann zu präsentieren, dass das unglaublich, also für alle Beteiligten, unglaublich wertvolle Zeit ist und man unglaublich lang auch davon auch noch zehren wird und sich noch erinnern und sagt, oh ja, Amazing Grace 2016, das waren schöne, schöne Auftritte, schöne Erinnerungen, einfach eine tolle Zeit und das weiß ich, dass es so sein wird. Deswegen freue ich mich, das irgendwann verbuchen zu können und was anderes im Auto hören zu können, aber sagen zu dürfen, oh ja, Amazing Grace 2016, das war eine unglaublich tolle Zeit.